Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Halbe Team hat keine Verträge mehr, sehe ich gerade. Brandt, er macht halt leider keine Scorer-Punkte. Hat noch keinen einzigen gemacht nach 7 Spielen. Er bekommt erstmal einen kleinen Vertrag. Er fühlt sich super geil an, aber er macht einfach nichts. Nein. Mir fällt ein, Alessandrini können wir dann, wenn er keine Verträge mehr hat, so einen 99er-Vertrag geben, wie wir hatten da noch. Noch 12, okay, das dauert noch. Aber der wird halt wahrscheinlich Ewigkeiten bei uns als Wechselspieler bleiben, es sei denn, er bekommt mal eine Second Inform. Kramaric, ich glaube, er macht seinen Job eigentlich ganz okay. 35 Spiele, 15 Scorerpunkte. Ist immer noch besser als in jedem dritten Spiel ein Scorerpunkt. Oh, ich glaube, es hat gerade draußen angefangen, es sehr zu regnen. Moment, ich will mal gucken. Ja. Nicht ganz so heftig, wie ich erwartet hätte, aber schon ganz gut. So, Kramaric, was machen wir mit ihm? Okay, jetzt habe ich gar nichts gemacht. Das war nicht der Sinn. Ah, wir haben schon plus 22% Vertragsbonus, sehe ich gerade. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Kriegen wir die eigentlich auch auf die schlechteren? Ja, kriegen wir auch. Okay, dann ja, geben wir ihm erstmal auch. Boah, wobei, es ist echt schwierig. Ich glaube, ich gebe ihm erstmal einen seltenen Silbervertrag. Ich glaube, er wird schon ein paar Spiele noch bei uns bleiben. Gibt andere Positionen, die gerade wichtiger wären. Und Tolisso, den können wir eigentlich fast einen großen Vertrag geben. Da bleibt, denke ich, auch länger, aber bei den können wir auch einfach einen großen Silbervertrag geben. Das sind auch 21 Spiele, das reicht. So, ansonsten sieht das Team eigentlich schon mal ganz geil aus. Wann bekommen die denn eigentlich ihren scheiß Bonus? Ich dachte, der wäre übers ganze Wochenende. Also ich habe halt gedacht, der wäre zur Weekend League, dieser Scream-Bonus, dieser Halloween-Bonus. Da habe ich mich wohl geirrt, toll. Wahrscheinlich werde ich gar nicht an den Tagen spielen, wo der Bonus ist. Ich gehe mal davon aus, der ist dann morgen und übermorgen. So, Konzentration. Das wird das nächste Spiel gewinnen. Heiter, es ist heiter. Ich habe sonst nie gelesen, wie das Wetter ist. Aber ich glaube, es ist einfach immer heiter. Oh, Inform Handanovic, das ist krass. Und wahrscheinlich auch. Nee, er hat keine Icardi im Sturm. Ah, das ist Gomez, das ist der sehr schnelle. Also. Und auch noch Hawk. Alle drei Spieler von einem Hawk, also wieder ein sehr pacyges Team von. Ah, er hat einfach schon mal Matuidi, der recht teuer ist, aber vor allem halt auch. Fällt der Name nicht ein. Der krasse Innenverteidiger. Chiellini. Ach, Insigne, der ist doch fast so schlimm wie Mertens. Mertens ist noch ein Stück schlimmer, weil er einfach mehr Qualität mitbringt, aber an sich ist Insigne auch so ein ganz kleiner, schneller, quirliger, abschlusssteiger Spieler. Super nervig. Und, oh, kein Lackertor, schade. Aber es gibt wenigstens die Ecke. Boah, viel zu weit raus. Versucht die ganze Zeit mitzulassen. Ah, ist egal, komm. Ich will jetzt schon aufregen. Alles ist gut. Was für ein billiges Scheiß-Tor. Aber natürlich selbst verschuldet. Darf er den Ball nicht verlieren. Wir drehen mal schnell ein Spiel.
wieder so weit raus. Auch abseits. Oh, ich lasse mir wieder den Ball von diesem scheiß Insignia ab, nämlich Idiot. Fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Wir machen es eigentlich ganz gut, drücken den Gegner hinten rein und er verteidigt halt nur, aber dieses geschenkte Tor ist so das ist so zum Kotzen. Das darf mir natürlich nicht passieren. Deswegen setze ich jetzt auch alles daran, das Spiel hier auf jeden Fall noch zu gewinnen, damit es keine Relevanz hat im Ergebnis. Aber das wird schwer. Komm schon. Aber ich mach's gut. Außer halt direkt am Anfang. Und Insignia macht das zweite Tor. Es sind nur zwei Tore, ich kann das Spiel immer noch drehen. Nicht auf ihn, danke. Und da auch keiner sich mal hinstellt von meinen Spielern. So bescheuert. Alle bleiben hinter dem Ball. Also nicht hinter dem Ball, sondern der gegnerischen Linie. So bekloppt, ey. Richtig, richtig dummes Positionsspiel gerade. Von allen Spielern. Ich konnte niemanden da anpassen, ey.
Natürlich muss Sacho, wer soll es sonst machen? So, jetzt kommen wir um 2-1. Brauchen noch ein Tor. Dann haben wir erstmal den Ausgleich, komm schon. Schönes Tor von Musaccio. 1,80, ich kann es noch wiederholen. Goal for the visitors. Number 4, Matteo Musaccio. Ich spiele extra kurz, weil ich dachte, da kommt eh nicht an, wenn ich einen Lauf spiele. Machen wir noch dran an dem Ball. Nice luck. Hallo. 2-2 wäre jetzt also verdient. Gegen hat auch bisher meiner Meinung nach nicht wirklich krass noch die Chancen gehabt. Elfmeter. Och, fick dich einfach. Alu-Treffer, Elfmeter. Wie oft ich einen Elfmeter nicht bekomme, das geht mir auf den Sack. Hauptsache der eine Typ da kriegt einen unverdienten Elfmeter nach 85. wodurch ich überhaupt in die Verlängerung erst gehe. So zum Kotzen. Scheiße! Richtig schlecht gemacht, ey. Da wollte ich auch nicht hinspielen. Oh, fuck, Mann. Und wie gesagt, ich muss halt mir einfach dieses erste Tor ankreiden. Ich habe gut gespielt, aber dieses erste Tor zum Kotzen und eigentlich auch das zweite Tor vom Gegner. Ballverlust direkt beim Aufbau. Ich wechsle jetzt trotzdem Dingens ein hier. Na, Alessandrini. Aber so dumm, so scheiße von mir. Oh, beide Tore hätten nicht scheinen müssen. Beide. Ich habe gut gespielt, aber beide Gegentore, da habe ich in dem Moment scheiße gebaut. Fuck. Der Gegner nutzt es halt aus mit seinen Drecks-Pace-Spieler, ne. Roman Alessandrini.
Ja, auf den wollte ich auch nicht passen. Das war's, wir verlieren es. Aber eigene Schuld, ich verliere euch eigene Schuld wieder mal. Was sehr nervig ist, aber dann halt so ist, leider. Ach, egal, nicht drüber nachdenken, auf zum nächsten Spiel. Wir haben Scheiße gebaut, wir haben verdient verloren. Punkt aus, Nikolaus. Ach, deswegen macht Strohmann auch immer die Vorlagen, weil er Vorlagen über Eckentore bekommt. Aber fällt mir gerade ein, muss man nicht auch 4 Tore nach Ecken erzielen? Vielleicht schafft man das ja auch noch. Ja, zwei brauchen wir noch, also vielleicht. Kriegen wir das sogar noch hin, aber das war jetzt eigentlich schon ziemlich glücklich, innerhalb von so kurzer Zeit 2 Eckentore zu haben. So, jetzt nicht mehr so eine Scheiße bauen. Das, wenn ich verliere, dann bitte nicht durch Eigenverschulden. Wir haben auch schon lange keinen Spieler mehr gehabt, wo ich sage, der war klar besser. Der hat aufgrund dadurch, dass er wirklich deutlich besser war, gewonnen. Also das ist erstmal ganz gut. Eigentlich können wir dem großen Vertrag geben, müsst ihr jetzt nicht. Wer da so schnell an Strohmann vorbeiziehen sollte. Kann natürlich immer passieren, dass dann genau der Spieler eine Info bekommt, aber dann ist das halt so. Aber ich will nicht wieder mit Gelb gegen dieses Trikot spielen, das hat mir nicht gefallen. Vor allem, wenn da wirklich ein bisschen Schatten ist. Ja, dann mal gucken, ob er jetzt weiterspielen will. Das dachte ich mir nämlich schon. Hauptsache erstmal, wenn der andere ein Trikot, was man eigentlich nicht haben will, auf Weiter drücken. Das macht Sinn. Ich hab's nur gemacht, weil ich wissen wollte, nachdem er schon gedrückt hat, weil ich wissen wollte, ob er wirklich bereit gewesen wäre, mit den Farben zu spielen. Ich hätte natürlich nicht gespielt. Ich hätte natürlich auch abgebrochen. Ich war einfach nur neugierig. Das sieht doch ganz gut aus. Schawanzmann. Nicht Schwanzmann, sondern Schawanzmann. Ja, pacesiger Sturm, aber insgesamt halt eher ein moderates Team. Sogar ein Linksverteidiger, der nicht selten ist. Und ein Hybrid. Konzentration, jetzt keine Scheiße wieder bauen. Komm, das Spiel einfach mal gewinnen, weil man gut spielt. Und nicht hier irgendwelche geschenkten Gegentore kassieren. Abseits. Kein Abseits? Oh, da hat sich schon einer verletzt bei ihm. Ich glaube, Felipe Anderson. Abseits. Nein, ich habe schon auf Passen gedrückt. Scheiße. Da wollen wir mal einen aus dritter Reihe abziehen, wie es aussieht. Naja. Ungefähr, Mann. Ich glaube, haben wir schon mal einen Fehler gesehen beim Rausgehen? Ich glaube, einmal bisher, oder? Ich glaube, einmal bisher haben wir einen gegnerischen Torhüter gesehen, der einen Fehler macht beim Rauskommen. Finde ich aber gut, dass das nicht so oft passiert, weil es ist ja auch im echten Leben so, dass selbst nicht so gute Torhüter da selten den Fehler machen beim Rauskommen. Auch nicht schlechter Schuss. Das haben wir gut verteidigt. Hat er gedacht, er kann relativ billig durchkommen.
Schade, schade, schade. Aber denke ich eine gute Idee. Schön gemacht mit Ginter. Es kommen sehr wenige gefährliche Torschancen zustande. Weder bei mir noch beim Gegner. Eigentlich haben wir überhaupt schon mal eine gefährliche. Also ich wollte Brand durchstecken und er spielt zurück. Verstehe ich nicht. Jetzt stecken wir mal aber durch. Krass! Oben in den Winkel gepresst, meine Freunde! Schönes Ding von Werner. Ich glaube, hat Brandt die Vorlage gespielt? Come on. Nee, es ist Arangis. Ach, scheiße. Ich dachte, er bekommt endlich mal seinen ersten Scorerpunkt. Bricht er direkt ab? Das wäre natürlich lustig. Wie gesagt, ich glaube, ich habe es jetzt auch schon 100 Mal erzählt, aber es gab mal in, glaube ich, FIFA 17, was, 16? Ich glaube, in FIFA 17 gab es mal jemanden, der hat in der 17. Minute oder sowas, in der 17. Minute beim 1-0 abgebrochen. Vielleicht hat er noch super viele Spiele gehabt und hat einfach nur Spiele, wo er 1-0 hinten lag, direkt abgebrochen, weil er wusste, von den 40 Spielen, die er noch hat, von den 25 Spielen, die er noch hat, kann er vielleicht nur 15 richtig durchspielen und deswegen, aber gut, ist doch trotzdem sinnlos, weil es kann ja sein, dass derjenige, der ein 1-0 macht, viel einfacher zu spielen ist, als jemand anderes, der vielleicht erst in der 80. Minute das 1-0 macht, vorher aber komplett das Spiel dominiert, deswegen, ja, ich weiß nicht, aber mir fällt es halt sowieso immer schwer, ein Spiel abzubrechen, egal wie es steht, deswegen kann ich es immer nicht ganz nachvollziehen, wenn man das macht. Schade. Schön abgefangen von Kimmich. Pass von Werner sollte halt einfach direkt kommen. Ist er aber leider nicht, deswegen kam er da nicht mehr. Hat auf jeden Fall Probleme, es gefällt mir. Wir brauchen aber ganz schnell hier mal ein 2-0. Sag, er hat Probleme, hat massiv Probleme. Aber wie gesagt, wir brauchen trotzdem ganz schnell einen 2-0. Habe ich nicht getraut, jetzt flach zu schießen, darf ich einfach mal abgezogen. Oh, fuck. Riskant, riskant. Das war ein bisschen überhastet, der Pass. Das wollte ich auch nicht so spielen. Also, was der für eine Fehlpassquote hat, ist ja der Wahnsinn. Lang nicht mehr jemanden gesehen, der so viele Fehlpässe spielt. Oh, sein Außenverteidiger ist zu schnell. Sein Karstorp. Und er macht echt einen guten Job, der Karstorp. Obwohl er nur ein 78er ist, den hat man ja selber eine recht lange Zeit, bevor wir auf Lichtsteiner in Form umgeschwungen sind. Der
der andere Außenverteidiger, falls es hier einer ist, dieser Mandy, der scheint langsam zu sein. Ist das ein Außenverteidiger? Mal schauen. Ja, der scheint irgendwie langsam zu sein. Also Kramaric ist ja nun nicht der Allerschnellste, aber der überrennt ihn irgendwie immer. Sehr gefährliches Ergebnis, 1-0. Ein 2-0 wäre gegen den Gegner schon ein relativ sicheres Ergebnis, wenn wir weiter konzentriert spielen, weil er halt so viele Fehler im Aufbau macht. So viele Passfehler. Ja, dann fast wieder, schon fast wieder verloren. Eieiei, das hätte auch locker 1-1 sein können, ne? Aber es war auch der erste anständige Angriff von ihm. Also das war auch ein bisschen Glück wieder, dass wir den Ball da nicht gekriegt haben, aber von dem, was er bisher gezeigt hat, war das auf jeden Fall das Beste. Gerade dann auch, wenn er den Ball abgeschüttet hat mit Jesus und ich dann doch irgendwie durchgemogelt hat, das war nicht schlecht. Hat auch einfach sinnlose Ballverluste im Mittelfeld teilweise. Da fragt man sich echt, was er da vorhat. Oh nein! Was für ein Kopfball! Aber auch wieder dieses Alu-Pech vorher mit Bender. Sonst hätte Scream Bender sein erstes Tor gemacht. Nein, och Mann, das habe ich gemeint. So eine unverdiente, ist egal, aber trotzdem so unverdiente Ausgleich. Oh, freudig, freudig, freudig. Mein. So krass, ey. Aber ich sag ja, das 1-0 ist einfach scheiße. Man kann halt nicht versuchen, bei FIFA 18 zu 0 zu spielen. Ja, klar, das versucht man immer, aber es ist halt so unwahrscheinlich. Deswegen, man muss halt einfach mehr als ein Tor machen. Eins frisst man halt sehr oft. Ein Gegentor. Schöner Stellungsfehler. Oh, danke für den Fehlpass, Schmetzer. Alter, das wäre auch wieder ein geschenktes Tor gewesen. Aber jetzt hat er die nächste gute Chance gehabt. Diesmal über einen Konterversuch. So, wir konzentrieren. Komm, es steht 1-1. Wir müssen nur ein Tor machen, dann gewinnen wir das Spiel. Punkt. Kommt jetzt auf jeden Fall deutlich besser durch, aber keine Sorgen machen. Mal alle Sandrini einwechseln. Ich bin echt viel überbrannt, obwohl er überhaupt gar keine Scorerpunkte macht. Puh, konzentrieren. Da fällt mir gerade ein, für die 40-Tore-Challenge zählen ja wahrscheinlich keine Elfmeter-Tore. Zumindest keine aus dem Elfmeterschießen. Also ich denke mal, ich weiß es nicht. Ich meine, im Endeffekt sind es ja auch Tore.
War gar nicht so schlecht. Schöner Schuss, schade. Och Mann, ich dachte echt Toprak komplett alleine. Jetzt macht er mal einen richtig fetten. Aber macht er nicht. Der Gegner spinnt ein bisschen rum mit seinem Hart. Schön mitgelaufen. Oh mein Gott! Krass! Was für ein Tor von Werner. Ohne Scheiß, ich habe gedacht, er geht vorbei. Ich habe generell nicht damit gerechnet, dass der überhaupt gefährlich aufs Tor kommt, weil ich dachte, es war halt mehr so ein letzte Minute-Schuss, weil ich dachte, ich weiß nicht, was ich richtig gedacht habe. Ich dachte aber auf jeden Fall nicht, dass er reingeht. Und eher so, ja, schießt er halt jetzt mal Scheiß drauf. Schwacher Linker, wird eh nicht gehen. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Match-Winner, dieses Tor. Und wird dafür hoffentlich sorgen, dass wir jetzt hier keine Verlängerung spielen müssen. Krass, das ist natürlich ein totaler Bauchschuss für den Gegner, richtig krass, das ist bitter. Also ich finde trotzdem, dass es absolut verdient ist, wenn wir jetzt hier gewinnen. Von mir aus auch so knapp, aber auch bitte komm, Gegner, bekomm noch eine rote Karte, das hast du verdient, für diese frechen Grätschen. Aber, ah, jetzt hat er keinen Bock mehr. Danke, dass ich noch ein drittes machen darf. Das, da nicht mehr mitspielen, gönnen wir uns das nochmal hier einen schönen Jubel. Was wollte ich sagen? Dadurch können wir nämlich unsere Challenge leichter abschließen mit den 40 Toren pro Woche. Nicht pro Woche, sondern in dieser Woche. 3-1, also der Sieg ist absolut verdient. Vielleicht mit einem Tor zu hoch, aber der Sieg ist absolut verdient. Sehr schön. Dann brauchen wir jetzt, glaube ich, noch einen Sieg für Gold 3, Minimalziel. Hatte Werner ein Tor oder zwei? Ich weiß gerade gar nicht. Hatte zwei, ne? Oh, bester Mann. Oh, er hat alle drei Tore gemacht, sorry. Vorlagen. Arangis. Alessandrini macht schon wieder die Vorlage. Bender auch eine. Aber Alessandrini halt als Einwechselspieler. Krass. Mann, wenn ich den für Brand spielen könnte. Ich meine, ich könnte ihn natürlich am Anfang einwechseln, aber sowas mache ich nicht, das ist Rotz. Ja, uns fehlt noch ein Sieg. Sehr schön, wir haben noch 9 Spiele, also das sollte das werden. Werner, 9 Spiele, 12 Tore, 4 Vorlagen, also 16 Scorerpunkte in 9 Spielen, ist schon mal schön. Brand immer noch bei 0. Ach, das ist scheiße, Mann.
Ich will dich nicht auswechseln müssen. Mach endlich was, Brand. Ich will, dass du bleibst, weil du dich super geil anfühlst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Dann spielen wir wieder mit Calcio A und hoffentlich kriegen wir dann den vierten. Ah, Moment, ich wollte gucken, ob Tolisso Wants to Watch, wie teuer da ist. Bevor ich es wieder vergesse. Ach du Scheiße, wollt ihr mich verarschen oder was? 100.000? Das kaufe ich mir auf keinen Fall. Wieso ist denn der so teuer? Guck mal, wie oft es den gibt. What? Von mir aus für 90.000, aber trotzdem, hä? Man kann es auch übertreiben. Was ist denn los mit euch? Der normale kostet, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 10 und 15.000. Ich bezahle doch nicht das Zehnfache für ein Wants to Watch. Oder hat er jetzt am Wochenende übertrieben und alle spekulieren darauf, dass der jetzt eine Info bekommt? Das könnte natürlich sein, aber ich überlege gerade. Ich dachte nicht, ist er nicht gerade in meiner Zeitlinie verletzt oder zumindest angeschlagen? Oh fuck, ich merke, wie es langsam schlaucht. Aber wir haben noch ein paar Spiele, 9 Stück. Ich überlege, ob ich jetzt mir noch eine, ich mir noch einen Tee mache jetzt. Wie spät ist es denn? Es ist 18 Uhr, aber ich gehe ja nicht so zeitig ins Bett. Ich denke, ich werde mir jetzt für die nächste Folge einen Tee machen. Das sollte mich auf Vordermann bringen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ne, nicht verlassen. Euer Paxis.